I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm, hier bei Crush 4589. Im letzten Part haben wir uns noch die restlichen Krypto Power Rangers vorgeknöpft. Ich weiß, sie heißen natürlich anders, aber ich habe jetzt deren Namen aktuell vergessen. Aber, naja. Sagen wir es mal so, wir haben uns nun die restlichen vorknöpfen können und uns einige Krypto-Pokémon einkassieren können. Ein paar von denen sind natürlich noch im PC gelagert, inklusive meines TD-Ursas. Also können wir auch eigentlich hier rein? Wir können sogar hier rein. Wo gehen wir als erstes rein? Also hier hat man nicht so viel zu tun gehabt. Also würde ich sagen, gehen wir mal hier rein, weil hier haben wir erstmal einen Schlüssel finden müssen. Okay, die typische Musik. Und ein Item. Oh, 3 Pokebälle. Nice. Und was ist das? Ich dachte, da wäre irgendwas. Okay, ist auch noch ein Item. Ich weiß, dass es hier noch weitergeht irgendwie. One Super Trank. Gut. Also dieser Raum ist allein nur für die Items. Mehr auch nicht. Weil sonst war hier noch eine. Hat er noch eine Treppe runtergeführt, wo man noch ein. Nein, obwohl, ich glaube. Gab es eine Treppe? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wir konnten ja. Oh Gott. Wir konnten ja. Also wir mussten ja an der Stelle erstmals einen Wissenschaftler bezwingen, um dann in anderen Raum Zugang zum Labor zu haben. Jetzt wollen die schon wieder dieselbe Tour machen. Zählt ab! 1! 2, 3, 4, 5, 6, 7, Moment, 8, jetzt wäre zu viel. Können die gar nicht zählen? Was sind das für Volldeppen? Vorsicht, Bruder, vielleicht sind Spione unter uns. Die sind so bekloppt. Hey, guck mal, da ist schon wieder dieser Bengel. Ja, und was wollen die jetzt wieder von mir? Ich spiele immer gern mit dir. Was, wollen die uns doch mal herausfordern? Ja, aber die haben doch keine Krypto-Pokémon mehr, oder? Ich überprüfe das mal offscreen. Okay, es scheint nicht so, als hätten sie neue Krypto-Pokémon, denn der Typ hat jetzt nur als Ersatz-Pokémon ein Tanheel. Aber was mir auch aufgefallen ist, Seemobs ist nochmal in den Kontra-Modus verfallen, obwohl es keine Krypto-Attacke eingesetzt hat zuletzt. Denn ich habe mit ihm zuletzt noch seinen. Ich habe mit dem zuletzt noch Aquaknarre eingesetzt, welches es erlernen konnte, während seine Kryptoleiste, also während der Kryptometer langsam zurückgegangen ist. Oh, hier kann ich mich auch heilen, okay. Oh, komme ich jetzt mal nein in das Labor, denn ich habe schließlich alle bezwungen. Ja, ich komme da rein. Aber wozu bin ich eigentlich hier drin? Rote! Hey, keinen Schritt weiter! Oh Gott. Da sind sie alle wieder. Da bin ich mal gespannt, ob die auch jetzt ein Krypto-Pokémon bei sich hat. Das ist ja wirklich schon eine richtige Krypto-Pokémon-Fundgrube hier. Ja, also Seemobs konnte jetzt hat jetzt auch Aquaknarre drauf, aber trotzdem ist es in den Kontra-Modus verfallen, obwohl es zuletzt nur Aquaknarre eingesetzt hat. Tja, und dementsprechend muss natürlich wieder Seemobs beruhigen. Ah, aber die Leiste geht sehr weit zurück. Bald schon kann ich sein Herz öffnen. Das von seinem Kryptostatus befreien. So. Haben wir schon mal. Jetzt will ich dann. Okay. Sie hat kein Krypto-Pokémon bei sich. Nicht jeder Krypto-Knecht hat sowas. Das wird dann auch etwas zu viel des Guten. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Lehmschelle. Alles klar. Aber braucht's nicht. Hm.
Yay für Step-Attacken, kann ich nur sagen. So, gib ihm den Rest. Ah, Quarknarre und tschüss, Eneko. Sehr schön. Und haben wir sie schon mal platt gekriegt. Oh Mist, Kind, ich sollte dich doch gewinnen. Tja, das hast du aber leider nicht. Na schön, die sind wir mal los. Oh Gott. Also ich kann mich schon erinnern, dass das Labor ein ganz schöner Irrgarten war. Das hat sich bestimmt bislang nicht verändert. Aber in der Zwischenzeit müsste ich eigentlich wissen, wenn sich an dem Weg nichts verändert hat, dann müsste ich eigentlich wissen, wo was jetzt ist. Aber was muss ich hier jetzt finden? Ah, dieser Misserfall von XD01 bringt uns Plan vollkommen durcheinander. Ah, ich wünschte, die Untersuchungen wären beendet und wir können wieder in die frische Luft. Wer bist du? Bist du noch reingekommen? Auch Forscher treiben wieder Krypto F&E. Jetzt haben auch schon wieder Forscher hier ihr Unwesen. Na gut, ihr zwei. Das ist wieder aufräumen. Donnerschock gegen Krebskor und du? Ja, Kryptowelle. Auch wenn du dadurch in den Kontramodus verfallen könntest, wenn das ist auch nur gut für mich, weil dadurch kann ich die Leiste schneller senken, wenn ich es rufe. So. Zubat hat er auch noch. Okay, ist auch kein Krypto-Pokémon. Ja, Kryptowelle. Das könnte auch zum Problem werden, wenn jetzt das nächste Pokémon, das reinkommt, ein Krypto-Pokémon ist, dann wird es ja von der Attacke auch noch erwischt. Na, aber obwohl, wenn es... Ich vergesse immer, gegen Krypto-Pokémon sind der Krypto-Attacken nicht effektiv. Sollte ich ja nicht vergessen, ne? Moment, machen wir es anders. Blitzer, Donschel gegen Palo und Seemobs Abknarre gegen Zubat, das macht mehr Sinn. Sehr schön. Und bald erreicht es wieder ein Level up. Na warte. Dafür spritze ich dich nass. Batsch. Ist aber trotzdem noch da. Naja. Okay. Aber nicht mehr lange. Das ist auch gut für mich. So. Seemobs, beruhige dich wieder. Sehr schön. Bald ist die Leiste. Bald ist der Kryptometer komplett leer. Dann kann ich es schon mal unter Garantie befreien. Dann hätte ich schon mal einen Seemobs. Als offizielles Teammitglied. So, Level 18 für Blitzer. Sehr schön. Warum, womit habe ich das verdient? Tja, du hättest mich einfach nicht herausfordern dürfen. Das ist schlecht, ich muss Lucilla über diese Sicherheitslücke in Kenntnis setzen. Lucilla? Was? Ist das nicht einer von diesen Bodyguards, von diesen... eine ID-Karte, okay. Muss also erstmal seinen Schlüssel finden. Jetzt habe ich schon gespoilert. Obwohl... Spoiler kann man es auch nicht wirklich sagen, weil viele von euch hatten bestimmt dasselbe Gefühl, die das Spiel nicht kennen. Aber ich glaube, es gibt kaum noch welche von euch, die das Spiel... Keine Rumrenner auf den Gang! Wer bist du? Eine Lehrerin oder? Oder warst du mal Lehrerin auf einer Schule oder? Was soll das eben? Na, worauf ich jetzt hinaus wollte, boah, das ist mir gerade entfallen. Alter, ich bin total aus dem Konzept geraten. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, richtig. Spoiler und so. Kann man also auch nicht wirklich als Spoiler betrachten, weil viele von euch werden das schon wissen, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Aber ich denke mal, dass das Team nicht so sein wird, weil die Sache ist auch die, dass
dass es ja schon eines der ältesten Spiele ist und ich denke mal, die meisten werden es schon gehabt haben. Und auch natürlich bereits in- und auswendig kennen. Ja, ich verdrück mich besser. Also, ich muss sagen, diese Pokémon Kolosseum-Reihe hat es auch verdient, dass sie bekannt ist. Oh, das sind gleich mehrere Forscher. Oh, da komme ich nicht rein. Das ist vielleicht auch gut so, denn hier sind gleich mehrere von diesen Spackos. Na schön. Weiter im Programm. Hier könnten wir eine ID-Karte finden. Die bekommen wir schon nicht von diesem Typen hier. Bekommen Sie den Kerl nicht dazu, seine Forschungsergebnisse rauszurücken? Er mag eine Koryphäe auf dem Gebiet der Kryptoerlösung sein, aber wenn er nichts verrät, hilft uns das nichts. Ah! Ah, was machst du hier? Du F und E, Mann. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, es ist deren neuer... Es ist die Bezeichnung von derer... Die neue Bezeichnung von deren Gruppierung. Das klingt ja fast schon wie ein Firmenname. Aber der hat bestimmt jetzt von Professor Culper geredet. Könnte also sein, dass er hier ist. Dann heißt es, ihn schnell befreien. Lebensula. Oh je. Naja, hoffentlich geht das jetzt ein... Okay, ich schätze mal, es wird nicht für Lilip zählen, aber... Ich glaube, Lilip, gegen Lilip sind es, glaube ich, sowieso die Elektro-Takten nicht effektiv. Ich kann es auch gerade nicht auswendig sagen. Lilip war Gesteinpflanze, oder? Ich denke mal, darauf läuft es hinaus. Na schön. Ja, selbst wenn Elektrizität abgeschwächt ist, das ändert gar nichts daran, dass ich das Anorid jetzt erledigen werde mit einer Attacke. Dass ich dem Anorid jetzt den Rest geben werde. Und C-Mobs kommt mit Kryptowelle. Und tschüss. So. Kryptowelle! Ach, schade, hat nicht ausgereicht. Bäh, hör auf, uns anzuätzen. Ich schätze mal, ich sollte jetzt auch mal den anderen Pokémon das Feld überlassen. Seemobs Kryptometer ist ja bereits ganz unten, also dementsprechend wird es ja... Dementsprechend muss ich es ja in den Kämpfen nicht mehr einsetzen. So. Lilip ist down. Und damit auch der Kryptoforscher. Meine Güte, mir ist ganz schwindelig. Mano. Der Name passt zu ihm. Mano. Ich will einfach nur meine Forschung fortsetzen, also stimm mich jetzt bitte nicht. Eine Mail? Achso, nein, stimmt. Nur die Meldung, dass Seemobs bereit für die Erlösung ist. Ja, das weiß ich doch schon. Man muss mich nicht extra darauf hinweisen. So, ich denke mal, ich überlasse jetzt Honduster das Feld. Ah, sehr weit abgesunken ist es noch nicht, aber es ist genug abgesunken, dass es jetzt Glut drauf hat. Finde ich auch gut, dass es jetzt eine Step-Attacke hat. Oh, wer war denn hier rum? Moment, ist es ein... Nein, das sind alles weibliche Kryptoknechte. Naomi. Also ich kann schon mal festlegen, der Typ hat jedenfalls die ID-Karte nicht, die wir brauchen. Na schön. Einmal Donnerschock hier und einmal Glut da. Zack. Nice. Weberak. Weberak. Oh!
Ah. Das ist also wieder ein Krypto-Pokémon. Okay, jetzt Glut. Also hier ist Glut, sieht Glut wirklich gut animiert aus. Für eine eigentlich recht schwache Feuerattacke. Na schön, ich schätze mal Donnerwelle hier und einmal Kryptobruch. Was ist das denn? Jedenfalls nichts, was es sofort killen würde. Ah, das hat nur Level 14? Echter Wahnsinn, dass die anderen Typen mehr hatten. Ja, das schlägt fehl. Au! Mann! Muss es ein Critical Hit sein? Ich schätze mal, bleibt keine andere Wahl, als wieder einen weiteren Trank einzusetzen. Und Hondus dazu könnte ich... Ich könnte es mal probieren, weil Weberak hat da... Weberak dürfte auch nicht so schwer zu fangen sein. Ich kann es mal probieren, ob jetzt schon der Fangversuch gut geht. Probieren geht über Studieren, nicht wahr? Das ist jedenfalls Fakt. Ah, sieht gut aus. Yes! Hammers. Nice. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen, jetzt habe ich es übersprungen. Ach, was soll's. Gut, haben wir ein weiteres Krypto-Pokémon. Mann, hier gibt es viele. Ich weiß ja, dass es doppelt so viel gibt, also dass man von Anfang an, von Beginn an schon so viele kriegt. Das bedeutet nur, dass jetzt dann, nachdem wir das hier erledigt haben, der Krypto-Orb schon fertig sein müsste. Oh, was geht hier ab? Mir schwart nichts Gutes. Hoho, Wahnsinn, wir haben schon so viele. Oh, was zum... Was ist denn das für ein Mädel? Bitte, Professor Klein, erzählen Sie mir doch endlich von Ihren Forschungen zur Kryptolösung. Ich bin sowas von neugierig. Da könnte ich mein XD01 sowas von stark machen. Ich habe es nämlich selbst geschaffen, das wäre doch sowas von umwerfend, meinen Sie nicht? Das kann doch nicht der Ernst sein. Mit Leuten wie Ihnen würde ich niemals kooperieren. Aber warum nur? Das ist echt sowas von unverständlich. Warum lehnen Sie so ein wundervolles Angebot ab? Und wenn Sie sich den Mund flüssig fusselig reden, Sie Früchtchen, ich habe nicht das geringste Interesse an diesem grässlichen Krypto-Pokémon-Projekt mitzuwirken. Die Herzen Pokémon und Vorsatz zu versiegeln, das ist unentschuldbar. Beenden Sie das auf der Stelle. Oh, Sie sind ja sowas von gemein und engstirnig. Sie wollen einfach nicht begreifen, dass eine Ehre ist, mein XD01 zu verkommenen Fight. Jawohl, liebliche Lucilla. Ach, Lucilla? Das ist Lucilla? Hast du kein Süßholz? Das ist alles deine Schuld, Professor Klein, sowas von aufgebracht, weil du sowas von grob warst, in unsere Einladung überbracht hast. Einladung? Ihr habt ihn mitgeschleppt. Das darf nicht wahr sein, du. Gehört, er sagt, es sei nichts anderes, als dass er beim Krypto-Pokémon-Plan nicht helfen wird. Ich kann dich nicht hören. Unser Plan ist perfekt. XD01 war nur ein kleiner Augenblick, ein kleines bisschen durcheinander. Ein kleines bisschen so durcheinander, dass ein Schiff fallen ließ. Und was für ein Durcheinander war? Warte mal, meinten die mit XD001 etwa das Kryptologia, das das Schiff entführt hat? Fight! Das ist alles sowas von deine Schuld. Du hast sowas von allen Schuld. Jawohl! Also, du musst jetzt sowas von was einfallen lassen. Alter, was geht eigentlich mit der? Oh Mann. Die ist die neue Venus. Aber eindeutig. Hört es der Name nicht? Sie haben ein Mitgefühl. So jemanden zum Boss zu haben, muss ein wahrer Albtraum sein. Halten Sie die Schnauze. Im Grunde genommen ist das alles sowas von Ihrer Schuld. Sie helfen uns jetzt mit dem XD01. Lassen Sie uns darüber reden. Ich erkläre gerne, warum es ein Vergehen ist, Krypto-Pokémon zu erschaffen. Glaubt er wirklich, dass er ihn dazu beschwichtigen kann, damit aufzuhören? Oh oh. Du
bis hergekommen, wo du wusstest, dass mein Labor von Team Krypto handelt. Das ist jetzt auch egal, da du jetzt weißt, dass wir hier sind, wenn ich nicht einfach so ziehen lassen. Ich will mich auch nicht vor euch verstecken. Ich bin schließlich derjenige, der euren Plan endgültiges Ende setzen wird. So. Dann gucken wir mal, ob irgend... Nein, da war noch nicht. Könnte aber eins der anderen Pokémon sein. Donnerschock und Glut. Gucken wir mal, was wir so weit erreichen können. Gut, Trasler ist schon mal weg vom Fenster. Kindwurm! Oh, bitte sag mir, dass es Kindwurm ist. Nein, schade. Boah, das hätte mich jetzt gefreut. Ein Brutalander. Ha, das wär's doch. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall hier ein Drachen-Pokémon bekommen könnte. Wär schon cool. Ich würde mich extremst darüber freuen. Jetzt habe ich keine sehr effektive Attacke dagegen. Das ist schlecht. Obwohl, ich habe doch Kryptoknall. Was eigentlich macht der Kryptobruch? Ist egal. Ich hoffe, ich setze bis gegen... Oh nein. Ich wollte es eigentlich gegen Voltoball einsetzen. Au, das hat garantiert 20 KP abgezogen. Warte, Freundchen. Bam. Tja, dafür musst du für deine unverschämte Attacke muss jetzt der Kindwurm leiden. Aber jetzt kommt sein letztes Pokémon. Ist das jetzt ein Krypto? Kamaup! Ist das ein... Kamaup! Ich hab's mir anders überlegt. Kamaup wird mein Feuer-Teammitglied. Aber ernsthaft! Kamaup muss es sein! Oh! Aber Moment. Ich wollte gerade sagen... Oh-oh. Ja, ich glaube, mit dem Paralysieren wird... Mit dem... Paralysieren. Also aus dem Paralysieren wird es nichts. Na gut. Was soll's. Ich kann es ja trotzdem noch versuchen zu schwächen. Kamaup, ey. Wie geil ist das denn? Das Ding muss ich haben. Aber ernsthaft. Uh-oh. Hm. Du hältst dich wohl für besonders, Barky, was? Na schön, hier Tackle und noch eine Glut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel auf einmal. Boah, ich muss das Kamaup haben, unbedingt. Gut, noch ein Glut und dann müsste es reichen. Dann müsste es fangbereit sein. Boah, wie episch. Kamaup nehme ich mir auf jeden Fall als Teammitglied. Als Feuerteammitglied. Uh-oh. Aua. Hör auf damit. Okay. Ich hoffe, dass es fangbereit wäre. So, Pokéball. Und Hunduster rufen. Aber zuerst setze ich mal meinen Ball ein. Oh, wie episch. Kamaup! Ich würde am liebsten jetzt sofort zurückrennen zum Eingang und mir dieses Kamaup ins Team nehmen. Aber wer weiß, ob dann wieder die ganzen Kryptoknechte nochmal auftauchen. Ich habe keine Lust, sie nochmal zu bekämpfen. Auch wenn es gute EP bringt. Beruhig dich bitte und dann schleich dich. Gehe ja schon. Ich würde sagen, ich gehe nochmal offscreen zurück und tausche die Pokémon ein bisschen aus. Also, bis gleich. Und schon kann es weitergehen. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt erwarten wird. Okay, jetzt sind wir hier angelangt. Ich muss auch wirklich noch zurückdenken.
wo es jetzt lang geht. Den Lift können wir nutzen. Ah, das ist noch ein Vitalisator. Oh, das Item war eine Falle. Einen Moment, wenn du diese Kiste öffnen willst, musst du mich zuerst besiegen. Was habe ich mir schon gedacht? Kryptoknecht Daniel. Abra und Macholo. Sehr interessant. Haben wir hier auch ein Krypto-Pokémon? Obwohl, die entwickeln sich ja nur per Tausch. Und man kann ja nicht tauschen im Spiel da. Schade. Wäre schon cool, wenn es möglich wäre. Aber vielleicht hat er was anderes im Petto. Also Kamaub und sowohl Kamaub als auch Seemob sind die einzigen, die jetzt im Team noch übrig sind. Ich denke, das soll auch reichen. So. Kryptoknall. Boah, mit Kamaub, ey. Das ist echt episch. Ich hab mir wirklich schon mal einen Kamaub als Teammitglied gewünscht. Was? Eishieb? Du bist mir vielleicht einer. Au! Die schlagen hart zu. Jetzt muss man den schon lassen. Bis der wieder zurückkommt. Das sah schon echt besser aus. Aber Blitz hat schon einiges an Schaden kassiert. Die meint's echt ernst. So, aber Macholo war eher für meine Begriffe die größere Gefahr. Barsch war. Ich wollte gerade sagen, es ist ja mild, dass das jetzt ein Krypto-Pokémon ist. Okay. Jetzt, dass ich wieder eine Heilung einsetze. So. Gut. Wer ist denn letztes? Marguerite? Marguerite sagt mir nicht, dass. Nein, okay. Kein Krypto-Pokémon dieses Mal. Okay, das passt dann schon. So. Super Trank. Ich hätte mir vielleicht auch schon was kaufen können. Und falls ihr euch fragt, was für ein Item Kamaub hat, das trägt Holzkohle. Das finde ich auch gut, das verstärkt Feuerattacken. Wenn es also gleich eine Feuerattacke lernen könnte, sobald die Kryptoleiste oder der Kryptometer genug abgesunken ist, dann. Dann wäre das dann nur vom Vorteil für mich. So, Kryptoknall. So, dass wir das Marguerite down machen. Und bumm, das wär's. Sehr schön. Nimm was immer du willst und bitte lass mich in Ruhe. Du bist derjenige, der mich einfach so attackiert hat. Also beschwer dich nicht. Und was für ein Äther. Na gut. Aber das Gute ist, hier haben wir wieder einen Vitalisator. Sehr schön. Aber mehr gibt's ja auch nicht. Das ist alle nur für dieses eine Item gewesen. Und für den Vitalisator. Mir fehlt immer noch die ID-Karte. Die bekommen wir bestimmt da unten. Oh oh, der nächste. Hä? Na, weil das kein kleiner Eindring ist. Cedric. Schnäppke und Schmerbe. Ah, Schmerbe, ist es jetzt schon ein Boden-Pokémon? Ich schätze mal, ja. Ach. Das dürfte mir Probleme bereiten. Na schön. Donnerschlag gegen Schnäppke und Kryptoknall gegen Schmerbe. Das sind seine beiden einzigen Pokémon, also kein Krypto-Pokémon. Wieder mal. Aber wäre auch zu viel verlangt, wenn jeder Trainer unbedingt ein Krypto-Pokémon bei sich haben muss. Wenn jeder Trainer hier unbedingt Krypto-Pokémon bei sich haben muss.
Das wäre eindeutig zu viel des Guten. Sehr schön. Bald haben wir das. Aber der Part wird schon langsam wieder ein bisschen lang. Vielleicht soll ich dazwischen mal wieder abbrechen. Ich weiß nicht, wie viel ich in diesem Kryptolabor noch machen kann. Und ich vermute, dass wir gegen diese Lucius oder Lucina antreten werden. Die wird wahrscheinlich der Boss hier sein. Da bin ich mir schon mal gespannt, was die für ein Krypto-Pokémon bei sich hat. Ich hoffe nur, sie hat nicht jetzt schon wieder ein Legi. Das wäre jetzt etwas zu viel. Nee, ich glaube nicht. Das wäre schon etwas zu früh für dieses Spiel. So. So viel mal zu dem hier. An dir ist gar nichts, kleiner netter Fiesling. Oh ja, da hast du sowas von recht. Rechts oder links? Ich wette, wenn ich jetzt nach links gehe, taucht noch ein Kryptospaten auf. Ich gehe dann deshalb nach rechts. Oh, das war ein Fehler. Hallo, mein Kleiner, hast du dich verlaufen? Kryptoknecht Mella. Na schön. Boah, ich hoffe, Kamop lernt jetzt eine Feuerattacke, denn der Kryptometer ist jetzt... müsste jetzt genau richtig gesunken sein. So, hier. Ach, es hat Schaufler. Naja, besser als nichts. Aber dennoch nützt es mir gegen diese Gegner nichts. Kryptoknall. Very effective. Und Level 20. Sehr nice. Oh, Wilma. Muss gerade sagen, das ist ein Krypto-Pokémon. Das Vieh wäre wahrscheinlich aber dann ziemlich schwer zu fangen. Oh mein Gott, das hält was aus. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass Kamop nicht gerade sehr viel... Nee, ich denke nicht, dass es daran liegen würde. So. Oh, das reicht sogar. Hey. Schütte mir keinen Sand in die Augen. Kleiner Spast. Wage es mich einfach mit Sand zu bewerfen. Dafür musst du jetzt leider sterben. So. Gut, so wird's den Kryptoknecht hier. Konntest du nur so wirklich? Ach, geh heulen und verschwinde bloß. Puh, das hat mich nur zu einem Item geführt. Naja, nur. Das passt schon. Okay. Liebe Leute, dann würde ich sagen, den linken Weg erkunden wir dann im nächsten Part. Wie immer gilt es, wenn es gefallen hat, dies zu bestätigen, mindestens eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer CrushFortificatina, bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.